Herr Stadler, Sie haben in einer Rede, die über soziale Netzwerke an KenFM gelangt ist, über das Völkerrecht auf der Krim gesprochen. Ja. Auch Angela Merkel hat ja Putin vorgeworfen, er hätte das Völkerrecht gebrochen. Da kam sie gerade aus Israel. Und das Krim-Referendum, das ist ja, sei ja auch nicht mit dem Völkerrecht vereinbar, obwohl über 96% sich ja für eine Unabhängigkeit der Krim entschieden haben. Sie haben, als Sie mit dem Völkerrecht argumentierten, auf die UN-Charta verwiesen. Können Sie das mal erklären? Ja, ich möchte zunächst einmal die Frau Bundeskanzlerin Merkel auffordern, zu sagen, worin der Bruch des Völkerrechts besteht. Einfach nur zu sagen, er hat Völkerrecht gebrochen, aber keine einzige Bestimmung zu nennen oder auch keinen einzigen völkerrechtlichen Punkt zu nennen, der angeblich gebrochen wurde, ist ein bisschen eigenartig. Das würde zumindest nicht einmal ein Dorfanwalt, könnte das vor einem kleinen Dorfgericht so vorbringen. Ja, geschweige denn eine Bundeskanzlerin, wenn sie sich auf der internationalen Ebene bewegt. Also das sollte die deutsche Öffentlichkeit vielleicht einmal einfordern, dass sie das einmal vielleicht erläutern sollte. Das ist ja durchaus zumutbar, dass sie so etwas zustande bringen müsste. Ich kann jedenfalls sagen, dass das, was die Krim-Bevölkerung ausgeübt hat, im Einklang mit Artikel 1 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen steht. Dort ist ausdrücklich vom Selbstbestimmungsrecht der Völker die Rede und nicht von einem Selbstbestimmungsrecht der Staaten, sondern der Völker. Und das, dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker bedingt auch das Recht, über eine Sezession aus einem Staatsverband abstimmen zu können. Das Gleiche steht den Leuten in Venetien zu, das Gleiche steht auch meiner Ansicht nach den Südtirolern zu, das Gleiche steht den Korsen, den Schotten und den Katalanen und wem auch immer zu. Das ist ein Recht, das in der UNO-Charta ausdrücklich verankert ist. Ich kann jedenfalls beweisen, dass dieses Recht existiert und dieses Recht von der Bevölkerung auf der Krim mit überwältigendster Mehrheit ausgeübt wurde, während all jene, die bisher behaupten, beim Krim-Referendum sei Völkerrecht verletzt werden, können nicht erklären, in welchem Punkt. Ich kann aber noch in einem weiteren Punkt sagen, dass Frau Merkel und Company Völkerrecht verletzt haben. Es gibt auch das Völkerrecht der sogenannten Nichteinmischung in die innerstaatlichen Angelegenheiten eines anderen Staates. Wenn ich mir anschaue, wie viel auch deutsche Politiker, aber auch amerikanische und andere EU-Politiker sich am Maidanplatz seit November des Vorjahres als Hetzer betätigt haben und die Bevölkerung dort gegen die Regierung und gegen den Nachbarstaat Russland aufgehetzt haben, dann frage ich mich, ob das nicht bereits ein erster eklatanter Bruch des geltenden Völkerrechts war. Ist ja absurd, dass diejenigen, die wirklich das Völkerrecht brechen, anderen vorwerfen, das Völkerrecht gebrochen zu haben, ohne das beweisen zu können. Das ist die alte Methode, haltet den Dieb, das ist klar. In wirklich komischen Zeiten, Leute. Um was geht es denn Ihrer Meinung nach bei der Krim-Krise? Was steckt da wirklich dahinter? Also ich glaube, die Krim-Krise ist ein Teilaspekt der gesamten Ukraine-Krise. Man hat die gesamte Ukraine versucht, in einen Konflikt mit Russland hineinzuziehen. Das heißt, die Ukraine und die Bevölkerung der Ukraine hat sich instrumentalisieren lassen in der Politik der westlichen Staaten gegen Russland. Das ist eine sehr bedauerliche Tatsache, aber es ist nun einmal so, weil man in jedem Staat natürlich Leute findet, die bei sowas mitmachen. Und mit welchen Leuten man das da zu tun hat, hat man ja gesehen, wenn ich mir anschaue, welche Putschistenregierung hier jetzt am Werk ist, dann muss ich ja sagen, mit so einer Regierung kann man doch keine Assoziierungsabkommen schließen. Mhm. Wenn dort Minister sitzen, etwa der Partei Svoboda, deren Vorsitzender noch öffentlich zur Verteilung von Waffen aufgerufen hat, um wörtlich gesagt, Russen seien Deutsche, Judenschweine und anderes Ungetier abzuknallen. Wer so etwas sagt, ja, der ist doch kein Verhandlungspartner. Ich erinnere daran, dass man uns Österreichern im Jahre 2000 nur wegen der Beteiligung der FPÖ an der Bundesregierung 3 Weiße aus dem Euroland geschickt hat, die kontrollieren sollen, ob bei uns die Demokratie noch in Ordnung ist. Und dann schließen die gleichen Leute mit solchen Figuren Verträge ab. Das ist infam. Wir haben ja auch, also der Westen hat ja dann auch sofort diese Regierung, die in Kiew ja nicht rechtmäßig wirklich ins Amt gekommen ist, nach dem Putschkampf auch nicht zu einer Mehrheit nach ukrainischem Recht, also nach der ukrainischen Verfassung, die ja dann immer noch galt. Ich glaube, 72,8% der Stimmen waren für diese neue Regierung, aber 75% wäre nötig gewesen. Die haben wir ja sofort anerkannt. Warum anerkennen wir immer Regierungen an, auch wenn sie nicht legitim sind, oder sogar wenn sie Faschisten drin haben, wenn sie nach unserer Pfeife tanzen? Wie können Sie mir das erklären? Was ist da los? Das kann eigentlich niemand erklären, wenn man das Ganze sozusagen unter objektiven Gesichtspunkten versucht zu erläutern. Es ist ja nicht nur so, dass die nicht das entsprechende Quorum im Parlament zustande gebracht haben, sondern diese Putschistenregierung ist ja in Wirklichkeit nur durch das Referendum des Maidan
Sudanplatz, aber ich sage das ausdrücklich unter Anführungszeichen, an die Macht gekommen. Das war auf einmal ein legitimes Referendum, während ein formell durchgeführtes mit entsprechenden Wahllisten, Stimmzetteln, einem entsprechenden Wahlverfahren durchgeführtes Referendum auf der Krim angeblich illegitim oder illegal sein soll. Diesen Widerspruch hat auch keiner von diesen Oberpriestern der Demokratie und des Völkerrechts bisher aufklären können. Man hat die Putschistenregierung in Kiew schlicht und einfach deswegen anerkannt, weil man damit ein williges Instrument hatte, die Ukraine weiter gegen Russland instrumentalisieren zu können. Ich frage mal ganz polemisch, geht es denn in der Ukraine bei der Krim, Sewastopol und dem anliegenden Staat Russland, geht es da eher um Schürfrechte oder geht es um Menschenrechte? Bei Schürfrechten kann es durchaus der Fall sein, dass sie mit betroffen sind, insbesondere aufgrund der entdeckten Gasvorkommen. Aber um Menschenrechte geht es sicher nicht. Um was es auf jeden Fall geht, ist um internationale Strategie. Das heißt also militärische Strategie, ökonomische Strategie, wirtschaftlicher und sogar meiner Ansicht nach schon bereits militärstrategischer Konflikt, der dahinter steckt, wo man nur Menschenrechte vorschiebt. Also im Grunde muss man sich einfach ein Buch von Brzezinski schnappen. Es ist Machtpolitik und sonst gar nichts, und man kann diese Machtpolitik präformiert bereits im Buch von Zbigniew Brzezinski über das amerikanische Jahrhundert ja nachlesen. Wie weit ist denn Österreich von der Anti-Russland-Politik betroffen? Naja, wir würden durch Sanktionen natürlich betroffen werden, weil wir ja intensive Gaslieferungen aus Russland bekommen. Wir haben in Russland immer einen verlässlichen Partner gehabt. Das hat vor wenigen Tagen auch in einem ORF-Interview der Generaldirektor der österreichischen Mineralölverwaltung, der ÖMV, gesagt. Und das wäre natürlich nicht nur für die Deutschen, natürlich auch für uns Österreicher wäre das natürlich eine herbe Situation, wenn hier sich Sanktionen verschärft würden, zumal sie gar nicht in unserem Interesse liegen, eine derartige Sanktionspolitik. Herr Stadler, wie sehen Sie denn das Verhalten, sage ich mal, Europas? Wie souverän ist Europa? Sind wir wirklich souverän? Sind die Einzelstaaten souverän oder sind wir Vasallen? Also es ist ein erbärmliches Verhalten. Ich muss es ganz offen sagen, man hat der österreichischen Bevölkerung im Jahre 1994 bei der Volksabstimmung versprochen, dass mit einer Stärkung der Europäischen Union ein Gegengewicht zu Amerika geschaffen würde und damit ein höheres Gewicht in der Welt zu haben. Es ist genau das Gegenteil davon eingekehrt. Wir sind heute Befehlsempfänger von Washington D.C. und einen nicht unerheblichen Anteil an dieser Entwicklung hat ihre Bundeskanzlerin, die nichts anderes tut als das, was ihr aus Washington aufgetragen wird. Die ehemaligen Altkanzler wie Gerhard Schröder oder Helmut Schmidt, die haben ja öffentlich das Verhalten Putins verteidigt. Ja. Was kritisieren Sie an Putin? Es steht mir erstens gar nicht zu, an Putin etwas zu kritisieren. Das sollen bitte die Russen, wenn sie was zu kritisieren haben, selber machen. Ja, ich bin auch dagegen, dass dauernd aus anderen Ländern in anderen Ländern irgendwer auftritt und wie mit dem moralischen Zeigefinger auftritt. Und ich sage dazu, am wenigsten steht es den Deutschen zu gegenüber den Russen. Ja, also ich muss dann schon daran erinnern, dass der Zweite Weltkrieg nicht so ausgegangen ist, dass etwa die Deutschen heute in der Lage wären, den Russen irgendwelche Vorhaltungen zu machen. Trotzdem, Putin, das kann man ja sagen, verhält sich anders, als man das im Westen so gewohnt ist, behaupte ich jetzt einfach mal. Was kritisieren Sie nicht, sondern was hätten Sie sich gewünscht? Hätte er reagieren sollen oder wie soll er jetzt reagieren? Oder macht er alles richtig? Ich will das gar nicht, sondern ich meine, dass er Langmut bewiesen hat. Das sollte man im Westen bitte honorieren. Russland hat sehr, sehr lange zugeschaut, wie es eine Einkreisungspolitik um Russland herum gegeben hat. Man hat die NATO-Grenze immer weiter an Russland herangeschoben, obwohl man den Russen das Gegenteil davon versprochen hat bei der deutschen Wiedervereinigung. Man hat versucht, im Kaukasus NATO-Mitglieder aufzunehmen. Man versucht sogar, die Ukraine in die NATO zu bringen und damit wenige hundert Kilometer von der russischen Hauptstadt praktisch einen NATO-Staat mit Raketenbasen zu stationieren. Das kann nur ein Wahnsinniger wollen, weil man genau weiß, dass es natürlich auch legitime Sicherheitsinteressen Russlands gibt. Und das Gleiche sieht man ja im Zusammenhang mit dieser Einkreisungsstrategie auch in Zentralasien. Das heißt, Putin reagiert quasi auf den Griff nach der Krim, so wie damals die Amerikaner, als russische Raketen auf Kuba stationiert wurden. Nein, das glaube ich nicht, sondern gibt es einen viel, viel stärkeren historischen Konnex auch. Die Krim war Bestandteil Russlands, spätestens seit Katharina der Großen, und ist eindeutig russisch bevölkert und besiedelt. Das ist etwas völlig anderes. Kuba war nie Teil der Vereinigten Staaten von Amerika und ist schon gar nicht von den Angelsachsen aus den Vereinigten Staaten von Amerika besiedelt worden. Sie haben gerade eben die NATO-Osterweiterung angesprochen. Das war ja quasi das Versprechen, dass ja auch der Westen
Westen und auch Deutschland damals Michail Gorbatschow gegeben hat, dafür, dass die DDR zu Deutschland in die NATO kam. Also dieses Versprechen wurde ja mehrfach, also ich glaube achtfach gebrochen. Ja. Können wir froh sein, jemanden wie Putin zu haben, weil ich glaube, ein amerikanischer Präsident hätte nicht so lange gewartet? Ist der Putin nicht geradezu besonnen? Ja, ich bin überzeugt, dass man dort nicht so lange zugeschaut hätte. Ich sage noch einmal, daher muss man auch den Langmut der Russen hier einmal honorieren. Sie haben lange zugeschaut, aber jetzt ist, glaube ich, der Feiertag zu Ende. Jetzt sind sie dabei, sich zu wehren, und zwar meiner Ansicht nach aus legitimen Gründen. Das war natürlich nicht immer nur der Langmut geschuldet, sondern natürlich auch zum Teil der eigenen Schwäche, inneren Schwäche, die ja auch zum Teil vom Westen herbeigeführt wurde. Wenn ich mir anschaue, wie dieses Land ausgeplündert wurde zu Zeiten Jelzins, dann hat das natürlich auch zu einer Schwächung dieses Landes im Inneren geführt. Und kann ja sehr viele auch amerikanische Ökonomen, die natürlich dabei geholfen haben, das zu tun.